Ich glaube, ich habe kein anderes Sportspiel als Kind mehr gespielt und geliebt als Blades of Steel. Ich konnte und kann zwar nicht großartig mit dem Eishockeysport etwas anfangen, aber es zog mich einfach schnell in seinen Bann. Ist das jedoch alles nur verklärende Nostalgie oder ist das Spiel immer noch gut? Lass es uns zusammen herausfinden. Was taugt Blades of Steel für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde von Konami entwickelt und von Palcom bei uns in Europa 1991 veröffentlicht. In den USA erschien es im selben Jahr und in Japan 1992 unter dem Namen Konami Ice Hockey. Neben dem Game Boy erschien es auch auf diversen anderen Systemen der Zeit, unter anderem dem NES, C64 und sogar dem PC. Dieses Spiel bietet euch die geballte Action auf dem Eis. Hier bestreitet ihr Eishockey-Matches. Aber habt keine Angst, es reicht, wenn ihr nur grobe Kenntnisse der Regeln habt, um hier richtig viel Spaß zu haben. Warum ist das so? Das liegt zum einen daran, dass es euch bei diesem Spiel keine möglichst genaue Simulation des Sportes erwartet, sondern eher eine arcadige Spielerfahrung. Die einzelnen Matches spielen sich sehr kurzweilig und actionreich. Blades of Steel bietet euch neben dem Zweispieler-Modus drei Varianten für Einzelspiele an. Practice, Exhibition und Tournament. Bei Practice könnt ihr zwei eingebaute Minispiele gezielt üben. Da wartet euch zum einen der 1 gegen 1 Kampf. Eishockey ist nämlich eine ziemlich harte Sportart und Faustkämpfe sind dort nicht gerade unüblich. Daher wird dieses in einem kleinen, spaßigen Minispiel umgesetzt. Aus der Seitenperspektive behakt ihr dort euren Gegner mit verschiedenen Schlägen und könnt blocken. Das andere Minispiel ist der Penalty Shot, welches eine Art Elfmeterschießen wie beim Fußball ist. Hier steuert ihr abwechselnd den Schützen und den Torwart. Hinter den anderen beiden Spielmodi verstecken sich keine großartigen Überraschungen. Bei Exhibition könnt ihr einzelne Matches in drei Schwierigkeitsgraden bestreiten und der Tournament-Modus ist natürlich ein Turniermodus. Auch diesen könnt ihr in drei verschiedenen Stufen bestreiten. Dabei könnt ihr euch eine von insgesamt 8 verschiedenen Mannschaften auswählen, die diverse Städte der USA und Kanada abdecken. Diese bringen jedoch keine eigenen Werte mit sich und daher könnt ihr hier rein nach eurem Geschmack euer Team auswählen. Im Spiel erwartet euch dann der angesprochene actionreiche Spielablauf. Mit einer Taste schießt ihr und mit anderen könnt ihr passen. Wenn ihr nicht im Besitz des Pucks seid, könnt ihr mit der Passtaste den aktuell gesteuerten Spieler wechseln. Eine kleine Besonderheit, den Torwart spielt ihr aktiv immer mit. Den könnt ihr zwar nur nach oben und unten verschieben, aber das müsst ihr bei eurer Abwehr immer im Hinterkopf behalten. Wie angesprochen geht es in so einem Eishockey-Match durchaus zur Sache und immer wieder werfen sich die Spieler gegenseitig um. Ab und zu kommt es dann sogar zu einem Kampf und in dem schon angesprochenen Minispiel. Der Verlierer bleibt dann erst einmal liegen. Das Spielgefühl wird also immer mal wieder etwas aufgelockert, was dem Spielablauf sehr gut tut. Grafisch steht das Spiel richtig gut da. Trotz des kleinen Displays wirkt alles sehr liebevoll und detailliert gestaltet. Das sieht man auch so vor allem zum Beispiel bei dem Kampfminispiel oder beim Penalty-Schießen. Außerdem gibt es ja eigentlich keinen Grund, wieso die Musik bei einem Sportspiel so richtig gut sein sollte. Es geht bei solchen Spielen ja immerhin um eine Art Simulation. Aber Blades of Steel liefert hier richtig stark ab. Die musikalische Untermalung ist einfach der Hammer und geht sofort ins Ohr. Was taugt Blades of Steel für den Game Boy also heute noch? Ich mag vielleicht etwas von Nostalgie geblendet sein, aber ich habe heute immer noch genauso viel Spaß mit dem Spiel wie damals. Und das, obwohl ich mit dem Eishockeysport ansonsten nicht viel anfangen kann. Das kurzweilige Gameplay zieht euch einfach schnell rein und lässt euch nicht so schnell wieder los. Eine klare Empfehlung von mir aus. Das war der Test zu Blades of Steel für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Leute, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.